Jo, was geht ab, liebe Leute? Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr seid bis jetzt gut durch den Winter gekommen. In dem heutigen Video geht's um ein neues Vlogging-Setup, was ich mir hier zusammenstelle bzw. zusammenbaue. Wie die meisten oder wie der ein oder andere von euch vielleicht weiß, nutze ich für meine Videos eine Sony A7 Mark III und filme hier auch aktuell mit der Kamera in 4K. Ja, jetzt habe ich mir so zwei, drei neue Sachen bei Amazon bestellt und die packen wir jetzt einmal kurz zusammen aus. Okay, zwei Kleinigkeiten. Den Karton einmal weg. So, und zum einen habe ich mir das Sony ECM GZ1M, was für ein Name, gekauft. Das ist ein Mikrofon, was relativ unkompliziert ist tatsächlich, weswegen ich es mir auch gekauft habe. Und zwar kann man das direkt oben in den Hotshoe der Kamera einfügen und oder einschieben und braucht kein weiteres Kabel irgendwie in den Kamerabody hineinführen mit einem Klinkestecker oder sonst was, sondern das Mikrofon kommt, so wie hier auf dem Bild zu sehen ist auch, oder beziehungsweise ich zeige es euch auch noch, kommt direkt oben in den Hotshoe hinein und läuft dann, wird über die Kamera mit Strom versorgt und so weiter. Das heißt, eine relativ unkomplizierte Sache. Wir probieren das hier im Laufe des Videos auch nochmal auf, wie es funktioniert und ob es wirklich so gut ist, wie ich hoffe. Und ja, mein altes Mikrofon ist das Rode VideoMic. Das ist das hier. Es macht auch einen sehr guten, oder ist auch sehr gut, hat auch eine sehr gute Audioqualität. Ja, ist ein schönes Mikrofon, mir ist es nur zu groß. Deswegen habe ich jetzt einmal geswitcht, beziehungsweise ich wollte auch einfach mal was Neues ausprobieren, was direkt aus dem Hause Sony ist. Und das zweite, was ich mir gekauft habe, ist ein neuer Gorillapod, und zwar der Gorillapod 5K. Ja, ich habe da viel drüber gelesen, was die Gorillapods angeht, gerade die Unterschiede zwischen dem 3K, 2K und 5K. Hat natürlich immer was damit zu tun, wie schwer die Kamera sein kann, die der Gorillapod tragen kann. In dem Fall habe ich mir jetzt gleich den größten genommen, und zwar den 5K, denn damit hat man, glaube ich, Ruhe. Und ich habe einfach viel drüber gelesen nochmal und auch in anderen Videos gesehen, dass zum Beispiel bei dem 4K oder dem 3K oben der ganze Kugelkopf bzw. Fluidhead einfach aus Plastik ist, und bei dem 5K ist das alles bereits aus Metall und somit viel, viel hochwertiger. So, dann packen wir einmal das Mikrofon hier aus. Okay, so sieht das ganze Mikrofon hier aus. Ein relativ kleines, schwarzes, schönes Ding. Und ja, mal gucken, wie das so später klingt im Test einfach nur. Ich finde es sehr schön, dass es so klein und kompakt ist. Mit dem Lieferumfang enthalten ist so ein Windschutz bzw. einen Rauschschutz, den ich jetzt einfach mal drüber mache. Und dann probieren wir das Ganze mal aus. Finde ich sehr schön, dass es so klein und kompakt ist. Und was ich viel gesehen habe in anderen Videos, dass es einfach oben tatsächlich als Henkel bzw. als Tragegriff genutzt wird, relativ häufig. Coole Sache. Und was ich gerade schon ausprobiert habe, als die Kamera natürlich nicht lief, beziehungsweise ich mich hier selber nicht gefilmt habe, ist, wie es funktioniert, beziehungsweise wie es angeschlossen wird. Und das ist tatsächlich sehr einfach. Man schiebt es einfach nur oben in den Hotshoe rein und hat direkt eine bessere Audioqualität, beziehungsweise die Audiospur wird direkt hiermit bespeist, was eine sehr einfache und sehr problemlose, ja, Lösung ist, einfach um eine bessere Audioqualität in Videos zu haben. Kommen wir jetzt nochmal zum Gorillapod, den packen wir auch nochmal eben aus und gucken da nochmal ein bisschen detaillierter rein. Okay, das ist das gute Stück. Was ich gerade schnell gemacht habe, ist einmal oben die Schnellwechselplatte gewechselt. Es ist eine mit dem Lieferumfang enthalten. Ich glaube mit einer Manfrotto-Schnellwechselplatte, einer kleinen. Ich habe die getauscht, weil ich hier überall an meinen Stativen und so weiter ein anderes System einfach habe, was problemlos aber über die Imbusschraube hier oben lösbar ist. Das ganze Ding wirkt sehr massiv und sehr stabil, gefällt mir sehr gut, hat einen schönen Schwerpunkt auch und sieht auch vor allem sehr hochwertig verarbeitet aus. Also auf den ersten Eindruck ein sehr schönes Ding. Was mir sehr gut gefällt, ist, dass man hier mit einer Achse die Pen oder mit einer Schraube die Pen- und Tilt-Achse bewegen kann, was sehr schön ist. Und dann hat man hier noch eine zweite Schraube oder eine zweite Feststellschraube, um oben den Kugelkopf zu bewegen, je nachdem, wie man das möchte. Also wenn ich mir das so vorstelle, hiermit so zu vloggen, könnte das gut klappen. Wir probieren das jetzt, würde ich sagen, auch einfach mal aus, wie das Ganze so in einem Vlog funktioniert. Okay, ja. Jetzt mal ein kleiner Live-Test hier, wie das Ganze so in der Realität funktioniert. Ich muss sagen, was mir bis jetzt halt wirklich richtig gut an dem ganzen Setup, so wie ich es jetzt zusammengebastelt habe, gefällt, ist, dass es relativ leicht und kompakt ist. Das liegt halt an dem kleinen oder relativ kleinen Mikrofon, was einfach oben jetzt auf der Kamera drauf ist. Und dass man auf alle Fälle mit dem Joby Gorillapod 5K einen sehr stabilen
Begleiter dabei hat, im Sinne von, dass man ein schönes Stativ einfach die ganze Zeit mit sich rumträgt. Was mir auch sehr gut gefällt, denn der ist im Vergleich wirklich zu meinem älteren Joby Gorilla Pod, den ich hatte, um einiges stabiler und ja, trägt ein bisschen mehr einfach. Von daher, das gefällt mir schon mal sehr gut. Okay, so sieht das Ganze dann aus. Es ist hier zwar gerade eine Sony A7 Mark I, aber das ist ja erstmal egal. Es geht ja einfach nur darum, um euch zu zeigen, wie das Ganze dann aussehen könnte bzw. aussehen wird. Bei meiner A7 Mark III habe ich noch von Peak Design die Gurte mit dran. Ist jetzt hier nicht der Fall. Ich wollte nicht alles komplett einmal umbauen. Aber wenn ich damit so am Vloggen bin, dann sieht das Ganze doch sehr gut aus. Beziehungsweise es lässt sich auch gut tragen und gut halten. Und die Audioqualität, wie ihr gerade gehört habt oder gesehen habt, ist auch relativ gut für ein so kleines Mikrofon. Das darf man nicht vergessen an der Stelle. Es kostet gerade mal 70 Euro im Vergleich zu einem Rode Video Mic Pro oder was es da alles gibt. Ist das relativ wenig Geld und für einen Einsteiger, der ab und zu mal vloggen will, eine gute Anschaffung, muss man dazu sagen. Von daher, ich bin mit der Größe und dem ganzen Gesamtpaket als Vlogging-Setup sehr, sehr zufrieden und kann es jedem von euch nur weiterempfehlen. Wie immer hoffe ich natürlich, dass euch auch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, wenn ihr mehr Richtung Fotografie, Videografie und so weiter erfahren wollt. Wenn ihr interessiert seid an Content, der mit Sony-Kameras zu tun hat, sei es zum Beispiel die neue A4 vielleicht mal oder ein G-Master Objektiv, was ich hier oben stehen habe. Wenn ihr mehr in die Richtung erfahren wollt, wie gesagt, abonniert gerne den Kanal. Wenn ihr Anregungen, Fragen oder sonstiges habt, schreibt sie mir unten in die Kommentare. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis hoffentlich nächsten Sonntag um 18 Uhr. Da wird es hier ein neues Video geben. Also macht's gut, bleibt gesund. Peace, wir sehen uns.